Ja, ik ben hier zo demonstreren. Gerade jetzt bei uns wird über Frieden geredet. Aber ich bin hier gerade zum demonstrieren, weil bei uns in Eritrea es herrscht keine Frieden. Es herrscht Angst, es herrscht ein Diktatorship, es herrscht also keine Verfassung, kein Parlament in Eritrea, Gefängnisse unterirdisch. Und vor diese Leute, wo sie keine Stimme haben, ich will denen Leute dann Stimme geben, die wo nicht wehren können, die wo die Versammlung Freiheit nicht haben, die genieße ich in Deutschland. Und das wollte ich meinem Volk auch eine Stimme geben, dass sie unter einem Diktatorship verkerkert werden, ohne Grund in Gefängnis gesteckt werden und vertrieben werden. Ihre Häuser werden die verkauft, ohne die das zu erfahren. Und noch auch gesetzlos werden die gesetzlos regiert. Und auf dem Grund wollte ich hier demonstrieren. Feiern vor sich, die feiern nicht vor ihrem Volk. Ihr Volk leidet unter diesem Diktator. Aber die fühlen das nicht. Die genießen hier die Demokratie, die spüren das nicht. Die leben in Deutschland, wo alles geregelt ist. Und deshalb feiern die hier, nur vor sich. Hallo, hallo. Es ist höchste Zeit, spurlos Verschwundene und Gestorbene freizugeben. Es ist höchste Zeit, Vergewaltigung zu stoppen. Es ist höchste Zeit, Presse- und Meinungsfreiheit durch die Menschenrechte geschützt werden. Es ist höchste Zeit, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard in Eritrea. Es ist höchste Zeit, das Gesundheitswesen und das Recht auf Bildung. Es ist höchste Zeit, Sklaverei und Sklavenhandel zu verbieten. Es ist höchste Zeit, dass die Eritreer das Recht auf Versammlung und Freiheit haben. Es ist höchste Zeit, dass die Eritreer absichtlich ihre Eigentum nicht beraubt werden. Es ist höchste Zeit, niemand darf absichtlich festgenommen und in Haft gehalten werden. Wir appellieren der äthiopische Ministerpräsident Dr. Abiy Ahmed, um ein Zeichen für Freiheit und die Demokratie in Eritrea einzusetzen. Fakt ist, wir haben heute in Eritrea eine Militärdiktatur, eine Mannshow, eine Regierung, die seit 27 Jahren in Macht ist. Eine Regierung ohne Verfassung ist eine Regierung ohne Parlament, eine Regierung, die eigene Volk foltert, eine Regierung, die eigene Volk vertreibt, eine Regierung, wo Frauen als Sexsklaven dienen, eine Regierung, die Menschen ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis wirft und mordet, eine Regierung, die Religionsfreiheit untersagt und eine Regierung, die Versammlungsrecht untersagt und so weiter. Wer solche Regime unterstützt, ist von Demokratie und demokratischen Prozess meilenweit entfernt. Wir fordern die türkische Regierung nochmal und die EU auch für die Menschenrechte in Eritrea einzusetzen. Wir streiten für eine friedliche, demokratische und soziale Gerechtigkeit in Eritrea. Lemno Mohammed, Eritrea, für Gerechtigkeit in Stuttgart und Umgebung.